Nun der dritte Part des Let's Plays. Ich habe jetzt hier im zweiten Part das hier alles weggegraben. Habe eigentlich nicht genug Erde und mein Hunger ist auch auf nix. Null Hungerpunkte und nur ein halbes Leben. Ein halbes Herz. Jetzt muss ich erstmal die Mitte berechnen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier, das ist die Mitte. Wir müssen hier noch die Erde farmen. Ach, hier ist ja Erde. Kann ich ja auch hier fahren. Ich brauche nur eine Diamantschaufel. Ein bisschen Holz. Diamantschaufel hier mit. Holzschaufel erstmal aufbauen. Wie lange geht die denn noch? 5. Ich fahre jetzt mit F3 und H. Weil wir einblenden müssen. Kann ich vielleicht hier auch einen unterirdischen Lagerraum bauen. Damit ich meine ganzen Sachen alle lagern kann. Und das ist auch nicht das Einfachste ist. Gold! Hier würde ich jetzt Lagerraum kennzeichnen. Wir brauchen natürlich noch mehr Truhen. Und ich brauche erstmal Holzschwert, brauche ich jetzt noch nicht mehr. Ich will dann hier einen Block platzieren. Und hier kommen die ganzen, sag mal, Diamanten schon hier rein. Weil jetzt mein Inventar schon voll ist. Hier ist nichts mehr drin. Hier sind noch 19 Goldbarren. Das habe ich jetzt mit 44 Golderz verbrennen. Nur 62 Eisenerz. Ein paar Kobbels habe ich jetzt auch, aber nicht so viele. Darum habe ich ja wie gesagt immer noch keine. Die Erde, die ich hier mir abfarme. Die werde ich jetzt auch benutzen, da unten so, nämlich Schilder brauche ich ja natürlich auch und Schilder und Truhen. Hier so ein bisschen Holz. Ein paar Schilder machen. 6 Stück. Truhen. So bastelt man die. Jetzt hier vier Truhen. Ach, nicht. Irgendwas Gold getauscht. Jetzt hier 4 Truhen. Hier. Jetzt erstmal noch eine. Damit ich ein bisschen Erde kriegen kann. Noch eine Ebene weiter. Okay, so weit. Oh, das Wasser. Ah. Kommt natürlich der Wassersee. Das ist zumindest ein bisschen Abwechslung hier im Let's Play reinkommt. Ein Wassersee direkt über der Lagerstätte. Die Schilder werde ich hier benutzen, um hier schreiben wir hier Diamant. Diamante, da kommen natürlich die ganzen Diamanten rein. Habe ich ein zu viel freigelassen. Hier hin. Die Textur sieht auch ein bisschen komisch aus und mit beiden Blöcken, das scheint abgebaut zu werden.
Diamant hier könnte sein, die Fackel. Gold. Hier setze ich mal Eisen. Redstone. Truhe geht bis hier, dann kann ich hier also hier einen hinsetzen. Welche denn hier? Kohle. Packen wir nicht. Natürlich noch mehr Kohle herstellen erstmal. Nein, erstmal mehr Truhen brauche ich. Dann geht das Holz schon wieder zur Neige. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ich kann ja hier noch einen Block vergraben. Hier ist das ja noch möglich, dass ich da einen Block vergrabe. Kann ich hier eine Truhe hinpacken? Und hier eine. Eisen habe ich mit auch schon viel jetzt schon. Mit Gold habe ich hier auch noch was. Und viel Redstone. Der Cola reicht Holz nicht mehr. Und erstmal die Nahrung. Ist da schon was gewachsen? Immer noch nicht. Aber erstmal habe ich hier mit Erde. Und das dürfte erstmal reichen mit der Erde. Diese 9x9 Fläche hier aufzufüllen. Das sind ja 80 Blöcke, weil ja ein Wasserblock in der Mitte ist. Diese 80 Erdblöcke. Das wird aber reichen. Erde kann ich ja hier unterirdisch ja nicht gewinnen. Ich muss ja noch immer kurz unter der Oberfläche, damit ich nicht an die direkt an die Oberfläche muss. Ja, alles zu bauen. Das ist ein Erde zu bauen. Und noch ein paar Fackeln. Damit es hier ein bisschen heller wird. Den ganzen Boden hier beackern. Ich habe ja nämlich schon im letzten Part schon meinen Hunger auf Null bekommen. Daher wird es mal Zeit, ihn mal zu stillen. Samen habe ich ja, aber ich konnte ja bisher nicht benutzen. Deswegen habe ich mir auch ein bisschen Erde von da oben runter geholt. Was sind die Samen hier? 17 rein. Zack, 17 Samen. Währenddessen könnte ich vielleicht diesen Raum mit Bäume erweitern. Oh, noch mehr Diamant und Kohle und Redstone und Gold, also das alles lagern. Dann muss ich natürlich erstmal am besten eine Pyramide aus Diamantblöcken bauen oder aus Gold. Dann würde ich mehrere Pyramiden bauen. Und so einer aus Diamantblöcken, einer aus Goldblöcken, einer aus Eisenblöcken und einer aus Kohleblöcken, um das alles aufzubrauchen. Baum kann ich natürlich jederzeit erweitern. Und die Samenfarm da vorne lasse ich dann immer erstmal so. Ich glaube, nochmal einen Block weg. Das ist immer ein schöner Durchgang. Noch ein Stack habe ich. Dann habe ich auch keine Erde mehr. Da eine Fackel hin. Hier werde ich, glaube ich, an der Oberfläche wahrscheinlich dann eine größere Getreidefarm bauen, die, dass sie so groß ist, also sie wird dann wahrscheinlich Sticky Pisten, die ich dann wahrscheinlich brauche.
Dann muss ich natürlich auch erstmal Slimes finden, damit man diese Sticky Pistons herstellen kann. Was natürlich auch nicht so einfach ist, weil ja nicht in jedem Chunk Slimes spawnen. Aber nun vielleicht doch die Musik aus. Da haben wir jetzt gerade auf einmal gewechselt. Bin ich vielleicht Kohle abbauen. Zumindest auf easy und normal, aber auf hart würde ich schon längst tot sein. Zombie. Aber die darf ich natürlich erstmal nicht machen, weil wenn die mich erschlagen, dann bin ich tot und habe die ganzen Sachen, die ich im Inventar habe, los. Aber nicht ein großer Verlust. Weil ich auch direkt beim Spawn tun. Also ich glaube, das Spawn nicht direkt nah beim Haus. Sieht man nicht, wenn direkt. Wenn ich mich mal künstlich umbringen lasse, also wenn ich unter Wasser gehe und dazu ertrinken. Ich habe außerdem die Dungeons hier auf maximal aufgestellt. Noch mehr Setzlinge hier, also noch drei Setzlinge. Fackeln habe ich jetzt nicht im Inventar. Damit ich hier nicht mehr wachsen kann. Kannst hier noch zwei Blöcke höher machen. Damit ich Holz und also hier komme ich an Holz und Nahrung. Hier komme ich nicht mehr ran. Aber doch. Ah, ich dachte, Inventar ist schon voll, aber kann ich noch weiter abbauen. War früher natürlich ein bisschen lästig, das Redstone abzubauen, weil das trotz Diamantenspitzhacke über 5 Sekunden dauerte, aber das hat man schon längst behoben. Oh, das ist ein Stein. Oh, was ist das? Zombie. Kleiner Zombie. Da sollte ich erstmal nicht hingehen, weil sonst bin ich tot. Die Setzlinge sind immer noch nicht gewachsen. Ich brauche nämlich dringend Äpfel oder sonstige Nahrung. Dass ich nochmal zwei Blöcke höher, damit ich garantieren kann, dass sie auch wachsen, diese Dinge. Damit ich erstmal wieder rausgehen kann und oberirdische Arbeiten machen kann. Ein riesiges Kohlevorkommen. Mein Holz ist ja schon wieder zur Neige gegangen, deswegen muss ich ja, ist ja jetzt immer noch in der Oberirdisch immerhin, würde ich an Holz rankommen, das ich natürlich in Zukunft nicht mehr machen müsste, wenn ich hier so eine Baumfarm platziere. Muss ich ja künftig nicht mehr nach oben.
wächst schon richtig schön. Das ist sowas wie diese kleinen Zombies. Baby-Zombies. Und hier könnte ich noch ein Monster spawnen. Ich will da noch eine Fackel hin. Das ist denn jetzt eine Tageszeit. Es ist Nacht. Hier ist ein Skelett oder was ist das? Ein Hase. Aber ich gehe jetzt nicht raus mit so einem halben Leben. So, jetzt wieder fast ein Stack Eisen fertig. 44 Goldbarren sind fertig. Ich bin jetzt schon wieder ein bisschen Golderz geholt. Ist sonst noch irgendwas zu brennen? Nee. Anscheinend nicht. Aber ich brauche dringend Holz. Also hier ist jetzt erstmal. Oh, der erste Baum ist gewachsen, das ist schon mal gut. Das ist der Beweis, dass man auch unterirdisch immerhin 4 Holz kriege ich da das raus. Dann kriege ich zwei Truhen immerhin hin. Ich spiele jetzt schon komplett geparkt, deshalb mit überhaupt keinen Hunger und halbem Herz. Jetzt erstmal dieses Holz, was ich dadurch gewonnen habe. Das ist ja Eichenholz. Aber das ist ja egal. Das war zwei Truhen. Die Kohle hinpacken kann. Oder ich baue erstmal nur eine Truhe jeweils hin, damit ich nicht sparen, da man damit umgehen kann. Ach, Fackel geht weg. Kohle, ich nehme so viel davon. Kohle, Kohle, Kohle. Aber sonst müsste ich irgendwann ganz viele eine Pyramide bauen, die, in denen ein riesiger Raum drin ist, wo nur Kohle gelagert wird. Weil ich jetzt schon so viel Kohle habe. Redstone, das sammelt sich ja so viel an. Eisen. Auch nochmal so 62 Stück. Gold habe ich auch noch 64 Stück. Diamanten habe ich auch mal 9 gekriegt. Und über 2 Stacks schon an Diamanten. Da ist aber auch noch ein Gold, da ist Kohle, da ist Redstone, aber ich werde jetzt hier nicht alles abbauen. Da ist schon Äpfel. Ja, da ist ein Apfel. Endlich die erste Nahrung. Wenn man 2 Hungerspunkte kriegen kann. Zack. War ja mehr als dringend. Das war ja überdringlich. Dann haben wir Fackeln. Da liegt noch ein Diamant rum. Immerhin habe ich jetzt wieder 2 Hungerspunkte. So, ungefähr eine Stunde gespielt und dann erst gegessen. Also ich habe ja immerhin ungefähr eine Stunde bisher Let's Play aufgenommen. Goldbarren. Hier habe ich jetzt mal ein bisschen Kohle. Kann ich mir ja ein bisschen Kohle hier erstmal aus dem Truhe holen. Dass ich hier ein bisschen Kohle verbrauchen kann. Und noch mehr. Also hier erstmal über den 64 Stack rein. Na, noch ein bisschen zu viel. 3 Öfen auf einmal, das ist natürlich schon sehr viel. Aber das Holzschwert, das will ich noch aufbrauchen. Aber ich habe natürlich jetzt immer noch nur ein halbes Herz. Ich kann mich natürlich umbringen lassen, um hier zu regenerieren. Ich baue jetzt noch. Kommt natürlich kein weiterer Apfel raus. Aber immerhin 2 Eichensetzlinge kommen raus. Werde ich das hier weiter graben. Das kann dann sehr riesig groß werden.
immer hier so einen Block erweitern. Dann ist dann immer so ein riesig großer Raum auf Y-Koordinate 47. Das heißt, wir können noch keine Slimes spawnen. Dann muss ich den extra Raum holen, um Slimes zu spawnen. Der muss natürlich ebenfalls sehr riesig groß sein, aber der muss hier nicht so viele Blöcke hoch sein. Also, Vorteil ist. Ja, hier mache ich ja jetzt hier so hoch wie es geht. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hoch. Aber der Slime-Raum, da braucht nur 3 Blöcke hoch sein. Das ist ja schon ein guter Vorteil. Holzschwert brauche ich mit mir. Die Dia-Spitzhacke ist auch schon zur Hälfte aufgebraucht, also werde ich gleich erstmal, wenn ich diese Linie beendet habe, und mit Erde, dann werde ich diesen Part beenden. Schon Level 33? Wahnsinn. Und, ich bin ja hier an einem Dungeon in der Nähe. Deswegen sind auch diese ganzen Zombies hier. Kann ich mir da mit Zombies kamen. Aber die droppen ja nicht, nicht viel Sinnvolles. Na, hier ein bisschen hin. Jetzt habe ich das hier so gemacht, dass ich das schon fertig gewachsen noch nicht. Daher werde ich jetzt den Part beenden.